Jo, was geht ab, liebe Leute? Hallo und herzlich willkommen zum letzten Part von Destiny 2, der Beta, wenn es um die Story-Mission geht. So, wir sind jetzt mit der letzten Klasse unterwegs, mit dem Warlock. Und wollen wir mal schauen, was geht oder nicht geht. Let's go. Kabale! Oh, nice. Dicke Rüstung, noch dickere Waffen. Riesige Weltraumnase. Wow, Viva. Sehr nice. Keine Zeit für Fragen. Hier Commander Zavala, Zivilisten, begebt euch zu den Evakuierungspunkten. Hüter, zur Piazza. Unsere Stadt wird nicht fallen. Get fucked, bitch. Hey, ihr zwei. Eine Sekunde. Was ist hier los? Zavala spielt den Helden auf der Piazza. Ich bin gespannt auf mein Herzblatt hinter dieser Tür. Wird ein kurzes Date. Warte mal ganz kurz, mein Controller spinnt gerade. Irgendwas passt gerade an meinen Elite-Controller nicht. Ich weiß nicht, was das gerade ist. Keine Ahnung. Jetzt habe ich dann den normalen Controller. Irgendwie mega widerlich. Keine Ahnung warum. Hier drüben, Warlock. Meine Waffenkammer steht hier offen. Folge von dort dem Pfad. Dadurch wirst du über den Hangar zur Piazza gelangen. Wenn die Kammer nicht kontrolliert, dann gehen wir ihnen rein. Let's do this. Hehehe, die Klasse ist ja mega geil irgendwie. Aber wollen wir mal schauen, ob die besser ist als der Jäger. Werden wir gleich sehen. Ich habe keinen Plan, was super hier ist. Motherfucker. Komm her, Bitch. Okay, Rückzug. Where are you at? Wow, Viva, sehr nice. Wieder irgendwas hier fallen lassen oder nicht? Keine Sorgen. Autsch. Das Ding ist. Das muss ihr Kommandoschiff sein.
Das hört. This looks bad. Den Reisenden an. Puh, das sah nicht gut aus. Ach, die Munition ist voll bei mir, ne? Okay, mein Geist identifiziert diese Kabale andauernd als Rotlegion. Cora, weißt du was? Nur Gerüchte. Sie sind eine Elite-Einheit der Kabale und bis in den Tod loyal ihrem Commander gegenüber. Aber das ist irrelevant. Sie greifen den Reisenden an. Wir müssen sofort zu ihm. Negativ. Der Reisende kann warten. Wir werden unser Volk um jeden Preis schützen. Der Reisende? Was ist dieses Teil, das sie an ihm befestigt haben? Ah, ich habe viel zu wenig Munition, das ist mein großes Problem. Wir sind besser. Wir halten die Stellung, bis der letzte Zivilist in Sicherheit ist. Angriff! Nutze meinen Schild! Sie dürfen das Tor nicht erreichen. Die Rettungsschatten sind da drüben. Das war's schon? Oh mein Gott. Get fucked, bitch. Oh no. Die Stellung. Das Kommandoschiff kommt als nächstes. Noch mehr Rotlegionäre. Zeig ihnen, was ein Hüter ist. Wo denn?
Zavala. Das letzte Shuttle ist weg. Aber der Sprecher hat es nicht geschafft. Ich werde nach ihm suchen. Ich übernehme die Piazza. Geh mit Ikora. Finde den Sprecher. Wird gemacht, Commander. Noch ein Angriff! Ja, Jungs. Also. Ikora! Der Sprecher ist weg. Rotlegion, ihr werdet niemandem mehr schaden. Und von mir könnt ihr keine Gnade erwarten. Zavala! Sie wird den Sprecher finden. Wir müssen zum Kommandoschiff. Begib dich zum Nordturm. Amanda Holiday wird dich abholen. Super nice, guys, super nice. Amanda ist gleich da. Sie wird dich auf dem Kommandoschiff absetzen. Upsi. So, das war Teil 1. Zavala, hab den Hüter dabei, von dem du immer redest. Ihr müsst zum Hauptschiff. Jetzt! Halt dich gut fest! Komm schon, bitte. Unternehmen was. Geben wir ihn eins auf die Nuss. Irgendwie ist das gerade widerlich mit normalen PS4-Controller zu zocken. Ich weiß nicht warum. Ich habe kein Gefühl mehr für sowas. Yeah.
Das Hologramm könnte helfen. Lass mich mal sehen. Okay, der Schildgenerator sollte sich unten im Schiff befinden. Let's go. Hi, Jungs. How you guys doing? Stellt sich noch am Leben. Kate, wie lautet dein Status? Ist so knapp. Die Munition wird knapp. Das Ding mit der Flammenpistole läuft nicht mehr so gut. Hat jemand von Ikora gehört? Nicht seitdem sie nach dem Sprecher suchte. Information! Information bei mir! Ah ja, es geht nach draußen für uns, ne? Stimmt. Why are you still alive, bitch? Shit. Here we go. Kein Super gerade am Start, ne? Scheiße. Get fucked.
Nein, 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 nein. Oh, oh. Still alive? Nein. Puh, das ist... Wow. Yes. Down he goes. Hey, bitch. Der Schildgenerator sollte direkt vor uns sein. Yep. Hey, bitch. Not with me. Not with me, you motherfucker. Oh nein, ich bin wieder hier. Alright, let's do this. Okay, zerstöre die Turbine, dann fallen die Schilde in sich zusammen. Der erste ist ja relativ einfach, Gott sei Dank. Ja, genau so. Ich würde gerne hochkommen. Komme ich gerade irgendwie nicht, okay. Ich wollte eigentlich gerade fliegen.
Ich mag diese Dinger einfach nicht. Ich mag das wirklich nicht. Hä? Du solltest eigentlich gerade fliegen. Also wenn es drüber springen. Das ist das, wo ich wirklich hadern werde. Oh, ich mag das ehrlich nicht. Da war doch gar nichts hinter mir. Oh, ich hasse es mit den Turbinen, ich hasse es wirklich. Nein, ich bin jetzt. Nein. Lauf, lauf, lauf! Guter Gott! Ich hasse das wirklich, Alter. Das da geht auch kein anderer Weg durch, ne? Scheiße. Es funktioniert. Zavala, geschafft. Die Schilde sind deaktiviert. Zavala? Oh, ich fliege gerade mal richtig zu kurz. What the fuck? Ja, wieso komme ich jetzt zu kurz? Nichts.
Willkommen in einer Welt ohne Licht. Hüter, da stimmt was nicht. Schau mich nicht an, du Kreatur. Du bist schwach, undiszipliniert, versteckst dich hinter Mauern. Das ist kein Mut. Du hast nur vergessen, was Todesangst ist. Erlaube mir, dich zu erinnern. Ihr habt die Macht, die euch gegeben wurde, nie verdient. Ich bin Gor. Und dein Licht ist mein. Ja, liebe Leute, so, das war's jetzt mit den Story-Missionen. Ich habe jetzt jede Klasse einmal durchgehabt und jetzt kümmern wir uns um den Multiplayer. Ich weiß jetzt nicht, was ich jetzt am besten fand, muss ich zugeben. Den Jäger fand ich nicht so genial. Ich fand den Warlock und den Jäger auf jeden Fall besser, aber ich weiß nicht, wen ich am Ende des Tages nehmen würde, muss ich zugeben. Weil ich fand beides eigentlich relativ geil. Aber das habe ich keine Ahnung, wen ich da wirklich nehmen würde. Ich bleibe mich aber soweit fürs Zuschauen. Ihr könnt mir schreiben, was ihr am besten fandet. Bis dahin. Haut rein und tschüss.